Ghost Rider Spirit of Vengeance von Neville Dean und Taylor ist einer der meiner Meinung nach besten Trash-Filme, die Hollywood in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Nicolas Cage in diesem Film ist atemberaubend. Seine Acting-Gasms waren selten so bemerkenswert wie in diesem Film. Das Drehbuch, das unter anderem von David S. Goyer geschrieben wurde, hat zwar Lücken, hat zwar Mankos noch und nöcher, aber es ist höchstwahrscheinlich einfach die effekthascherische und effektlastige Umsetzung von Neville Dean und Taylor, die einen das mehr oder weniger komplett vergessen lässt und die dafür sorgt, dass jeder Fan von hochbudgetierter B-Movie-Action einfach nur seinen Spaß haben wird an dem Film. Alleine diese beschriebene 6-Minuten-Szene im Mittelteil des Films bei dieser Tagbaugrube ist fantastisch in ihrer Absurdität. Und jeder, der ansatzweise irgendwas für Hollywoods Effektorgien, die mehr oder weniger Sinn ergeben, übrig hat, sollte sich Ghost Rider 2 wirklich anschauen. Ich meine das ganz ernst.